ganz, ganz herzlich willkommen zu Gesprächen unter Bäumen. Wir sind hier in Berlin, nicht irgendwo in Berlin, sondern am Wannsee, einer Kulturlandschaft, wie es sie sonst selten gibt. Das gesamte 20. Jahrhundert, wahrscheinlich das ganze Menschsein in all seinen Höhen und Tiefen, ist hier präsent in gewisser Weise. Die tollsten Freizeiteinrichtungen, Segelclubs, Ruderclubs und so weiter. Die großartigsten industriellen Villen, die gebaut wurden, so am Ende der Gründerzeit. Drogenrehas, dann das Grauen schlechthin, das Haus der Wannsee-Konferenz, wo lauter Männer das Schicksal von Millionen von Juden entschieden haben. Es ist eine Fülle, die ganze Fülle des Menschseins ist hier spürbar. Und hier speziell, unter diesen schönen Bäumen, sind wir im Park der Villa Langenscheid. Mein Urgroßvater, Sohn des Verlagsgründers, und der machte den Verlag dann auch wirklich groß und international, hat sich getraut, Ende des 19. Jahrhunderts schon hier ein Seegrundstück zu kaufen und zu bebauen. Und hat es dann mit viel Leidenschaft getan und hat von hier aus sozusagen die Expansion von Langenscheid betreut. Heutzutage würde man sagen, häufig auch im Homeoffice, weil er es geliebt hat, die Leute hier rauszubitten, weil hier in dieser Atmosphäre, in der Natur, unter Bäumen ganz andere Gedanken kamen als in irgendwelchen verstaubten Büros. Und von daher war es für uns fast logisch, dass wir gesagt haben, diese Gespräche sollen nicht stattfinden an Kaminen, mit viel Totholz und CO2-Ausstoß, wo meistens letztlich ältere Herren miteinander reden über ihr tolles Leben, mit Rotwein in der Hand und Zigarren, bisschen gestrig eben. Und wir haben gesagt, viel schöner ist, hier draußen zu sein, in der Natur, unter Bäumen eben. Und Bäume haben ja so eine großartige Symbolik. Sie brauchen ja eine tiefe Wurzel, eine große Tradition, eine große Geschichte, aus der sie herauswachsen. Und dann wachsen sie jedes Jahr neu, definieren sich jedes Jahr neu in den Himmel hinein und sind einfach schön. Und ich kenne keinen Menschen, der sie nicht liebt. So ist es entstanden, dass wir uns unter Bäumen unterhalten. Heute habe ich einen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Wenn man ihn googelt, wie man das heutzutage nennt, ist ein eigenes Verb geworden, ist auch inzwischen im Duden schon, den Namen eingibt, dann findet man Menschen mit dem Namen, die sind Intendant, Schriftsteller, Puppenspieler, Orgelbauer, Fußballspieler, Grafiker und so weiter. Und ihn findet man nicht. Ich glaube, das hat Methode, werden wir nachher drauf kommen. Er ist verantwortlich nicht für alles, aber fürs Ganze bei einer Arbeitsgemeinschaft mit 66.067 Kollegen und Kolleginnen. Schon die Sprache, die hier verwendet wird und die Genauigkeit, dass jeder Einzelne zählt und man nicht sagt ungefähr knapp 70.000 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, zeigt schon, wie sehr häufig die Sprache das Bewusstsein zeigt schon, dass hier jemand ganz Besonderes sozusagen ein Unternehmen sehr, sehr verantwortungsvoll führt. Ich kenne wenige so verantwortungsvolle und auch sympathische Unternehmensführer, wenn ich den Begriff dann doch verwenden darf. Sie erahnen es schon. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. DM Christoph Werner. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass wir reden können, weil du einfach aufgrund deiner eigenen Geschichte und auch der Geschichte deiner Familie und des Unternehmens einfach sehr besondere Ansätze bringst und sehr erfolgreiche Ansätze bringst, wie du mit Unternehmensführung, mit Menschen umgehst. Bewegen wir uns mal über einen Umweg zu dem Thema. Was ist denn der Heutzutage spricht man gern vom Purpose. Was ist denn der Purpose des Unternehmens? Natürlich muss das Unternehmen Geld verdienen, klar. Aber was ist der Purpose von DM? Ja, für die Menschen da zu sein. Für welche? Die Kunden oder die Mitarbeiter? Für die Menschen, die damit in Berührung kommen. Und es ist immer wichtig, sich klar zu machen. Also das sind die Kundinnen und Kunden, die in den DM-Märkten einkaufen. Es sind die Kolleginnen und Kollegen, die bei DM arbeiten und gemeinsam die Leistung generieren, die von Kunden dann auch abgenommen wird, für die bezahlt wird. Und dann aber auch die vielen Partnerinnen und Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die Lieferanten beispielsweise, die vielen Vermieterinnen und Vermieter, die wir haben, die DM-Märkte uns
anvertrauen, also die Ladenlokale, in die wir dann an dem Markt einrichten können. Es sind aber auch die Bankinstitute, die uns mit Krediten versorgen. Es sind die vielen Agenturen, die uns helfen, unsere Leistungen für die Kunden auch besser verstehbar zu machen. Also da kann man ewig weitermachen. Es sind immer Menschen, die letzten Endes sich zusammentun und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das ist ein Unternehmen. Und ihr gebt denen sozusagen so diese Hülle, das Haus, diese Heimat, mit dem sie sich beschäftigen können, dass ihr einen bestimmten Unternehmenszweck habt. Ihr macht ja nun wohl definierte Dinge und seid ja nicht in jedem Bereich tätig. Ja, also man kann ja mal ein bisschen philosophisch dran gehen. Also es sind ja immer Individuen, ne? Es sind immer Menschen. Und wenn sich Menschen zusammentun, da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Man kann als Gruppe zusammen sein, ja? Man kann aber auch als Horde zusammen sein. Mhm. Ja, und man kann als Gemeinschaft zusammen sein, als Menschengemeinschaft. Und die Frage ist ja, was macht eine Menschengemeinschaft aus? Und das ist ein gemeinsames Anliegen zu haben. Da kann man sagen, eine Horde hat es vielleicht auch oder ein Rudel, ja, gemeinsam jagen. Aber ich glaube, die Menschengemeinschaft macht aus, dass man nicht nur gemeinsam ein Ziel verfolgt im Sinne eines Umsetzens, sondern dass man im Prozess sich selbst weiterentwickeln kann. Das ist ja das Besondere, was auch den Menschen ausmacht. Also wir Menschen sind Entwicklungswesen. Wir sterben nicht so, wie wir geboren wurden. Mhm. Und das ist in einem Unternehmen eben, wenn wir es mal als Menschengemeinschaft sehen, so, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, nachdem wir uns immer werden strecken müssen. Mhm. Und in dem Bemühen, die Dinge so zu machen, dass Menschen sich mit drogistischen Waren und Dienstleistungen versorgen können, die sie für ihr Leben als sinnvoll erachten. Und es gleichzeitig so zu tun, dass die Menschen, die helfen, diese Leistung zu erbringen, dabei über sich hinauswachsen können und sich selbst auch entwickeln können. Das ist die hohe Kunst in einem Unternehmen. Und das ist das, was wir versuchen, bei DM Drogeriemarkt zu ermöglichen. Und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von DM, die ich so kennengelernt habe im Laufe der Jahre, hauptsächlich eigentlich als Kunde, weil ich als Vater von drei Töchtern eben relativ häufig mich da bewege, die schwärmen davon. Die sind sehr, sehr positiv davon beeindruckt. Was sind das denn für Dinge, die das ermöglichen, was du gerade als großes Ziel definiert hast? Inwiefern geht ihr anders mit Mitarbeitenden um, als das andere Konzerne tun? Naja, ich möchte es ja mal gar nicht so sehr sagen anders, sondern wie bemühen wir uns darum, das zu tun. Ne? Okay. Also das Ziel, was wir haben, habe ich gerade versucht zu umreißen. Mhm. Und jetzt geht es ja darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das auch geschieht. Weil das kann man ja nicht anweisen, das kann man ja nicht erzwingen, sondern das kann sich nur entwickeln. Und ich glaube, dass da die Zusammenarbeitskultur ganz wesentlich ist. Und darum haben wir uns bei DM schon lange bemüht. Und das findet seinen Ausdruck in den unterschiedlichen Bereichen. Jetzt ganz konkret, wie Entscheidungen getroffen werden beispielsweise oder auch wie aus dem werden Entscheidungen getroffen? Ja, ein Grundsatz ist, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das ist nicht immer so in Unternehmen. Das heißt also, die Menschen mit einzubeziehen und sich klar zu machen, dass den richtigen Weg zu finden, das ist nicht immer offensichtlich. Und vor allem, damit eine Entscheidung gut wird, aber das ist ein Thema, da kann man wirklich tief eintauchen, immer mal ganz holzschnittartig vielleicht. Damit eine Entscheidung eine richtige wird oder eine gute wird, kommt es sehr darauf an, was nach der Entscheidung passiert. Weil ganz viele Dinge, die entstehen ja nicht durch eine Entscheidung, sondern es sind viele Entscheidungen, die getroffen werden. Und wenn die Betroffenen nicht zu Beteiligten gemacht werden, dann mag eine Entscheidung getroffen worden sein, aber die Umsetzung danach ist unzureichend und vor allem wird mit den Widerständen, die sich auftun beim Realisieren einer Vorstellung, da nicht produktiv umgegangen, sondern nicht nach dem Motto, wer will, findet Wege, sondern nach dem Motto, wer nicht will, findet Gründe. Und deswegen ist allein schon der Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten zu machen in einem Entscheidungsprozess, ist schon mal ein wesentliches Element, damit aus einer Entscheidung auch eine Umsetzung gelingt, die dann die Wirkungen hat, die man sich erhofft hat, als man die Entscheidung getroffen hat. Wege entstehen, indem man sie geht. Ja. Und was passiert, wir sind Menschen, wir machen auch falsche Entscheidungen, also die sich dann später herausstellen als falsch. Wie geht ihr denn damit um? Naja, also das ist ja Fehlerkultur letztendlich die Frage. Ne? Also Fehler werden nicht gemacht, sonst ist es Sabotage, sondern Fehler passieren. Ja? Und jetzt ist es ja, und da sind wir jetzt beim Thema Innovation eigentlich. Eine Innovation ist ja eine Abweichung vom bisherigen Vorgehen. Ja? Sonst wäre es eine Routine oder immer das Gleiche. Also wenn wir Dinge verändern wollen, müssen wir sie anders machen wie bisher. Und damit haben wir automatisch ein
abweichen von dem bisher Bestehenden. Viele Organisationen, viele Arbeitsgemeinschaften tun sich schwer, weil die Prozesse so unheimlich wichtig sind. Und wenn ich sage, ich möchte Prozesstreue haben, dann bedeutet es, bitte so machen wie vereinbart und auf keinen Fall anders. Mhm. Menschen werden dadurch in Unternehmen eigentlich zu einer Art von Bürokraten, die es halt immer in einer gewissen Art und Weise machen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann es gelingen, wenn ein Unternehmen sich auch weiterentwickeln soll, also wenn sich die Güter und Dienstleistungen eines Unternehmens immer wieder verändern sollen, damit die Menschen, die das kaufen, die sich ja auch verändern, es weiterhin für sich als relevant einschätzen, dann müssen natürlich die Prozesse sich verändern. Und dafür ist es eben wichtig, dass eine Innovationskultur auch da ist, neben der Umsetzungstreue, die man auch braucht. Weil damit ein Unternehmen zusammenarbeitet, müssen die Prozesse verlässlich sein. Wir sind ja immer auf die Vorleistung angewiesen unseres internen oder externen Kunden, für unseren internen und externen Kunden. Und jetzt geht es eben darum, dass man auf der einen Seite diese Umsetzungstreue, diese Verlässlichkeit kultiviert, auf der anderen Seite allerdings auch die Offenheit für Innovation. Und das gelingt, glauben wir, vor allem dadurch, dass wir Interesse haben für denjenigen, für den wir tätig sind. Das heißt, wenn wir Interesse haben an dem Kunden, an dem wir sind, ihn genau beobachten, dann kommen uns die Ideen, wie wir die Dinge anders machen. Und dann müssen wir das Ausprobieren zulassen, mit der Möglichkeit, dass manches sich nicht als tragfähig erweist. Aber das ist auch nicht schlimm, solange es nicht bestandsgefährdend wird, sondern daran wachsen neue Fähigkeiten. Also allein das Experimentieren ist ein Muskel, den wir trainieren. Mhm. Und auch wenn nicht jedes Experiment gelingt, werden wir dadurch immer besser. Und das heißt, der Kopf wird nicht abgerissen, wenn was nicht funktioniert. Und wir wissen ja alle, dass, glaube ich, 95% aller Ideen letztlich aus dem Kundenkontakt entstehen. Ja. Ja. Und kann gut nachvollziehen. Wie ist denn mit Hierarchien? Also, komm, noch mal kurz, wenn man den Kopf abreißen würde, würden wir uns berauben um den Lernprozess, der durch das gescheiterte Experimentieren dem Unternehmen zugewachsen ist. Ja. Kurze Zwischenfrage, wie lange sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei euch überdurchschnittlich lange? Ja, also ihr hattet ja einen Konkurrenten mal früher, bei dem das Gegenteil der Fall war und alle nur weg wollten. Bei euch sind die wahrscheinlich, das wird geschätzt, oder? Das wird sich doch in solchen Zahlen ausnehmen. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchen Bereichen des Unternehmens. Wir sind ja ein Handelsunternehmen. Ja. Wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit auch bei DM arbeiten. Mhm. Und Teilzeit bedeutet ja oft, man hat auch noch andere Verpflichtungen, die Lebenszeit in Anspruch nehmen. Mhm. Da ist dann die Fluktuation, wie man sagt, etwas höher. Mhm. Bei den Menschen, die in Vollzeit bei uns arbeiten, ist die Verbindung mit dem Unternehmen relativ stabil. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der Verständnis und Respekt und ernst genommen werden nicht schätzt. Wie ist es denn mit den Hierarchien? Seid ihr eher flach in den Hierarchien? Wie sieht dein Büro zum Beispiel aus? Hast du irgendwie einen großen Parkplatz für ein großes Auto oder kommst du eher mit dem Fahrrad? Also wie sehr unterscheidest du dich sozusagen in deinem Arbeiten und Sein und von deinen Mitarbeitern? Also letzteres ist jetzt ja nicht Hierarchie, sondern Status. Ne? Ja, fließt manchmal ineinander. Wird manchmal verwoben miteinander, aber Hierarchie heißt ja, so habe ich kürzlich Frage gelernt. Die Frage bezieht sich auf beides. Heißt, Hierarchie heißt ja, so habe ich kürzlich gelernt, heilige Ordnung. Ne? Heilige Ordnung. Man spricht ja auch von den Engelshierarchien, von den geistigen Wesen. Also Hierarchie hat etwas mit Ordnung auch zu tun. Und Hierarchie hat den Sinn eigentlich zu helfen, die Dinge zu strukturieren. Und deswegen ist es wichtig. Die Frage ist jetzt, ob eine Hierarchie oder ein Unternehmensorganigramm, kann man auch sagen, ob das zum Selbstzweck wird oder als Ermöglichungsstruktur gesehen wird. Und man hat ja in dem Unternehmen, so unsere Beobachtung, immer diese zwei Aspekte, ne, von Organisation. Man hat die Ablauforganisation und man hat die Aufbauorganisation. Die Ablauforganisation orientiert sich an den Prozessen der Leistungsgenerierung. Und die Aufbauorganisation hilft, diese Ablauforganisation zu stabilisieren. Das sind dann die funktionalen Ressorts, die es gibt, ne? Oder Abteilungen, wie man auch sagt, ne? Oder Geschäftsbereiche. Jetzt ist die Herausforderung, dass so eine Leistung sich ja immer wieder verändern muss, weil die Kunden sich verändern. Das heißt, die Ablauforganisation muss sich immer wieder verändern. Und was man oft beobachten kann, ist, dass anfangs die Aufbauorganisation sich an der Ablauforganisation orientiert, aber dann sich zementiert
und sich nicht mehr verändern möchte. Mhm. Und dann verlieren die Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, in einem Unternehmen immer im Blick zu haben, dass die Organisation oder die Hierarchie immer eine dienende Funktion haben muss. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wie denken wir ein Unternehmen und wie denken wir eine Organisation? Mhm. Es gibt ja dieses klassische Bild der Pyramidalen. Mhm. Und so mal ganz, ganz trivialisiert vielleicht, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Mhm. Also Strategien, Ziele werden von der Unternehmensleitung festgelegt, werden umgesetzt von den Menschen, die nah beim Kunden sind, die dann die tatsächlichen Handschläge auch tun, ja, also nicht nur denken, sondern tatsächlich jetzt im Handelsunternehmen die Ware auch einräumen, auch an der Kasse tatsächlich die Ware über den Scanner ziehen und dann das Geld entgegennehmen von den Kunden und das Wechselgeld wieder rausgeben. Und die Organisationseinheit dazwischen ist meistens dann sozusagen das Transformative, das Operationalisieren der Ziele und auch das Erkontrollieren. Mhm. Das ist so die klassische Art und das führt genau zu diesem Problem, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt aber auch eine andere Art, eine Arbeitsgemeinschaft, eine Organisation zu denken und darum bemühen wir uns bei der M-Drogeriemarkt und das ist das als Kugel zu denken. Mhm. Und die Idee ist, dass wir sagen, alles was außerhalb der Kugel ist, sind die Menschen, mit denen wir in Beziehung treten als Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Also Kunden, Vermieter, Lieferanten und so weiter. Und alle, die innerhalb der Kugel sind, sind diejenigen, die die Leistung gemeinsam generieren. Und dann kann man sagen, an der Oberfläche dieser Kugel, also an der Schnittstelle sozusagen zwischen innen und außen, entsteht unsere Leistung, entsteht die unmittelbare Beziehung mit der Außenwelt. Mhm. Und die Aufgabe der Organisation ist es jetzt, wie in Schalen darunter, zu helfen, dass die Menschen, die näher an den Kunden sind, sich immer auf den Kunden konzentrieren können und durch die Organisation den Rücken freigehalten bekommen, um den Beitrag leisten zu können, den nur sie aufgrund ihrer Position und Verantwortungsbereiches, den sie haben, vollbringen können, aber alles andere nicht machen müssen. Und dann sind wir eigentlich einer Organisation, wo man sagen kann, jetzt mal bis hin zum Gesamtverantwortlichen, der dann sozusagen am weitesten vom Kunden weg ist, der dann in der Mitte ist, ja, und die gesamte Organisation, die permanent nach außen guckt, immer zum Kunden hin und sich dann immer drei Fragen stellt. Erste Frage, was erwartet mein Kunde von mir? Und das ist nicht nur der externe, sondern ist auch der interne Kunde, weil jeder, der sozusagen näher am Kunden ist als ich, für den, der ist mein Kunde, weil ich eine Vorleistung für ihn erbringe, die es ihm ermöglicht, sich mehr auf den Kunden konzentrieren zu können. Also was braucht mein Kunde von mir? Zweite Frage, welchen Beitrag möchte ich leisten? Das ist eine ganz persönliche Frage, so in dem Sinne von, wenn ich abends auf den Tag zurückgucke und an das denke, was ich beruflich gemacht habe, war es ein gelungener Tag? Höchstpersönliche Frage. Also was kann ich verantworten von mir? Und die dritte Frage ist, welche Voraussetzungen brauche ich, um meinen Beitrag auch leisten zu können? Das ist sozusagen die Kundenrückmeldung an den Mitarbeiterverantwortlichen. Und wenn das gelingt, dann wird eine Hierarchie, das war ja der Ausgangspunkt, wird dann sehr, 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 sehr lebendig und hat die Fähigkeit, sich immer wieder zu verändern. Dafür ist es sehr, sehr wichtig, nicht zu viele Stellenbeschreibungen zu haben, keine Statussymbole zu haben, von denen man abhängig wird und die man nicht mehr aufgeben möchte. Dass Weiterentwicklung im Unternehmen nicht immer nur bedeutet, eine Entwicklung mit immer größerem Verantwortungsbereich, mit immer mehr Mitarbeitern, für die man verantwortlich ist, sondern auch neue Aufgaben, neue Bereiche, auf die man sich einlässt, wo man sich auch ins Risiko begeben kann, wo man aus seinen Routinen rauskommt. Eine lebendige Organisation. Und das ist bei DM der Versuch, eben ganz bewusst das nicht zu tief zu machen, sondern große Verantwortungsbereiche zu haben. Mhm. Weil je größer der Verantwortungsbereich, umso weniger die Rückdelegation. Sehr, sehr spannendes Konzept und Symbolik. Da brauche ich jetzt gar nicht weiter zu fragen, wie dein Büro ausschaut. Das hat sicher nicht drei Vorzimmerdamen und du bist verschanzt hinter dicken Teppichen und dicken Türen. Sondern du sitzt, würde ich mal denken, mittendrin, oder? Also es ist ein Einzelbüro. Ich hab lange, bevor ich die gesamte Verantwortung übernommen habe, im Großraumbüro auch gearbeitet. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ging dann eigentlich nicht mehr, weil einfach viel zu viele Telefonate sind, was einfach auch abgelenkt hätte. Ja. Und meine Aufgabe ist es ja, eine andere Tätigkeit zu vollziehen, als jetzt auch das Team, in dem ich da gesessen habe. Um diesen Beitrag zu leisten, war es dann doch wichtig, den Rückzugsort zu haben und nicht eigentlich einen Schreibtisch zu besetzen und immer in einem Besprechungszimmer zu sein, was eigentlich dann viel zu groß ist. Mhm. Ja? Deswegen habe ich ein Einzelbüro, aber das sieht so aus wie alle anderen auch. Parkplatz habe ich auch nicht. Welche Verkehrsmittel nutzt du? Es kommt drauf an. Also wenn es geht, nehme ich das Fahrrad. Wir haben Jobbikes bei DM. Mhm. Super Modell. Ne? Ja. Habe ich auch gleich ausprobiert. Allein schon, um zu gucken, wie der Prozess funktioniert. Und war ich begeistert, wie toll das von den Teams organisiert worden war. Also Fahrrad, E-Bike,
Das ist ja das Schöne, dass man nicht diesen Hitzeschub bekommt, wenn man vom Fahrrad steigt. Das ist ja, geht mir genauso. Von hier aus schaffe ich in einer Stunde 10 Minuten zum Brandenburger Tor. Es geht nur mit dieser unsichtbaren Hand. Genau, aber kein Hitzeschub. Also man ist nicht total verschwitzt. Das ist ja sonst das Problem immer gewesen, wenn man ins Büro gefahren ist. Ansonsten fahre ich mit dem Auto. Also wir haben auch keinen Fahrdienst bei dem Togarimarkt, da fährt jeder selbst. Ja. Und sonst versuche ich viel mit öffentlichem Personennahverkehr zu fahren. Das Konzept dieser Kugel, Verhältnis zum Außen und Innen und so weiter, es gibt ja viele, die sehr genau beobachten und auch bewundern, was ihr tut an Ausbildung und Fortbildung. Ja. Kannst du das ganz kurz skizzieren für die 3,5 Menschen, die das noch nicht wissen? Was das so auf sich hat mit den Lernlingen und so weiter? Ja, also bei uns beginnen viele Menschen ihre Berufsausbildung und führen sie auch erfolgreich durch. Mhm. Wir sind ja ein Drogeriemarkt, deswegen bieten wir sehr, sehr viele Ausbildungsplätze an für einen Ausbildungsweg zum Drogisten. Aber wir haben auch duale Studiengänge, die man bei uns studieren kann. Aber die allermeisten sind in unseren DM-Märkten. Das sind die sogenannten Lernlinge. Also, diesen Begriff haben wir ganz bewusst gewählt. Der gängige Begriff sonst ist eigentlich Azubi, Kürzel für Auszubildende. Und was wir bei DM uns bemühen, wirklich zu kultivieren, sind exakte Begriffe. Weil mit Begriffen begreifen wir die Welt. Und wenn wir was ich vorhin gesagt habe, Sprache und Bewusstsein, das hängt ganz in der... Genau. Und wenn wir jetzt falsche Begriffe wählen, dann haben wir ein falsches Bild. Und wenn wir falsch über etwas denken, dann machen wir die Dinge so, wie wir sie denken. Und dann eben nicht anknüpfend an der Realität, sondern an unserer Vorstellung. Mhm. Und Ausbildung oder Lernen ist ein aktiver Prozess. Mhm. Wenn ich sage, jemand ist ein Auszubildender, dann ist er ein Objekt sozusagen. Dann ist er ein Objekt, also wie so ein Tonklumpen im Prinzip, den man jetzt in irgendein Geschirr verwandelt oder in eine Vase oder was. Es ist doch eigentlich jemand, der lernen möchte. Jetzt damals gab es, man hätte auch sagen können, Lernender, aber Lernender sind ja alle Menschen im Unternehmen, sind wir unser gesamtes Leben. Hoffentlich, an. Und deswegen heißen die bei uns Lernlinge. Und da bieten wir eben eine Möglichkeit bestehend aus drei Säulen. Die drei Säulen ist einmal Berufsschule. Dann ist es das sogenannte Lernen in der Arbeit, also auch eine Methodik, wo die Menschen eigentlich mehr so mit Auftragsorientierung arbeiten und nicht genau gesagt bekommen, wie sie es zu machen haben, sondern was das Ergebnis sein sollte. Und dann können sie den Weg selbst finden. Hat den tollen Nebeneffekt, dass natürlich die Lernbegleiter dadurch auch immer wieder neue Ideen bekommen, wie man Dinge auch noch lösen kann und es nicht immer noch nach Schema F geht. Und die dritte Säule ist Abenteuerkultur. Das ist ein Theaterworkshop, also Improvisationstheater unter professioneller Anleitung, den alle Lernlinge bei uns durchlaufen können. Meistens eine ziemlich große, mit großem Respekt erstmal drauf geblickt von den Lernlingen, die bei uns anfangen. Und im Rückblick höre ich eigentlich durchgängig, dass die Menschen sagen, das war das tollste Erlebnis, weil man gemeinsam was geleistet hat, was man sich zunächst nicht zugetraut hat. Ja, und das ist ja immer einer der schönsten Momente des Lebens, oder? Ja. Deswegen muss man seine Kinder ja auch loslassen und wirklich das selbst arbeiten lassen, nicht alles für sie lösen. Man hat mal das Gefühl, wenn man mit Mitarbeitern und Mitarbeitern von euch spricht, dass das präsent ist. Und es ist immer, wenn man darüber redet, ist ein Leuchten in den Augen da. Viele dieser Dinge sind ja wohl schon von deinem Vater her. Hier hat sich jetzt ein Marienkäfer hingesetzt. Ein Glückskäfer. Der euch allen und den 66.067 Glück bringen soll. Wie nett. Kleines Symbol. Das ist ein Vorteil, wenn man hier Gespräche unter Bäumen macht und nicht an Kaminen. Gut, dass keine Heuschrecke hier gelandet ist. dein Vater, das ist ja gegründet. Zwei Fragen dazu. Viele von diesen Dingen sind ja dann entwickelt worden, wahrscheinlich unter seiner Verantwortung. Bist du ständig dabei, das wieder zu hinterfragen und neu zu entwickeln? Oder siehst die erste Frage? Ja, ja, sehr wichtig. Also es hat immer die zwei Ebenen. Das eine sind die Grundsätze und die Fragestellung und das andere sind die Antworten. Ja. Und ich glaube, es ist im Leben unheimlich hilfreich, immer Fragen zu haben und nicht immer nur Antworten zu haben. Also ich beobachte, es gibt viele Menschen, die haben nur Antworten. Das Problem bei der Antwort ist, ich habe einen Prozess abgeschlossen. Das Schöne bei einer Frage ist, sie öffnet immer mich. Ein kleiner Tod sozusagen. Genau, sie eröffnet einen Möglichkeitsraum. Und jetzt all die Dinge, die wir tun bei der Togarimarkt, sind ja Antworten auf Fragestellungen, die es gab. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder an den Fragestellungen anzuknüpfen. Also es gibt ja diesen schönen Satz, einen Text zu verstehen,
heißt die Frage zu verstehen, auf die der Text eine Antwort gibt. Mhm. Jetzt kann man sagen, ein Unternehmen verstehen bedeutet die Fragestellungen verstehen, auf die das Unternehmen versucht, eine Antwort zu geben. In den ganz konkreten Ausgestaltungen jetzt, wie die Dinge gemacht werden. Und damit so ein Unternehmen lebendig bleibt, ist es unheimlich wichtig, nicht das zu tradieren und immer fortzuführen, was mal eine Antwort war, sondern immer wieder an der Fragestellung anzuknüpfen, die wir eingangs ja schon hatten, und sich zu überlegen, und heute, was ist die Antwort darauf? Weil die Technologien verändern sich, die Menschen verändern sich, die Möglichkeiten verändern sich. Und so kann es lebendig bleiben. Und deswegen ist es wichtig, die Fragen einfach lebendig zu halten und da auch immer wieder zu innovieren, indem wir neue Antworten finden auf die ewigen Fragestellungen, die uns bewegen. Mhm, okay. Und dein persönlicher Werdegang zu dem, was du jetzt bist und was du wirklich, wo man merkt, wie genau du das alles durchdenkst und überlegst, wie das umsetzt, war das geprägt zuerst mal von auch großer Ehrfurcht so ungefähr vor dem Werk des Vaters und erstmal sage, ich will ganz woanders sehen. Ja. Hast du auch länger Zeit in der Pharmaindustrie, glaube ich, gearbeitet in verschiedenen anderen Bereichen. Richtig, ja. Und was ist dann dieser interessante Punkt gewesen? Bei mir war der genauso, bei vielen anderen, oft erst später, nicht mit 16, sondern eher mit 30 oder 35, dass man dann plötzlich gesagt hat, ah, das reizt mich aber doch schon und ich glaube, ich kann das auch ganz gut und dann auch die Akzeptanz von allen finden. Wie hat sich diese Veränderung gegeben, dass du nicht irgendwo ganz woanders in ganz anderen Bereichen tätig bist, wie ja die meisten? Es ist ja so, dass nur 12% aller Familienunternehmen, dass es klappt sozusagen, dass es von einer Generation auf die andere übergeben wird. Und wie erfolgreich ist dann immer noch eine zweite Frage. Ja. Was war dieser Punkt, wo du gesagt hast, das möchte ich doch gerne machen und ich glaube, du kannst es ziemlich gut. Ja, also ich meine, das Unternehmen ist ja 73 gegründet. Ja. Ich bin 72 geboren. Mhm. Das heißt, und es ist sehr, sehr schnell, hat sich es auch entwickelt. Ja? Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Schule fertig war, hatte es bereits eine ziemliche Größe gehabt. Mhm. Es war also kein kleiner Betrieb mehr. Ja. Und die Anforderungen, die sich ergeben für die Verantwortlichen, ist natürlich in einem Unternehmen mit sehr, sehr vielen Menschen, vor allem auch als ein Unternehmen, welches ja über ganz Deutschland verteilt ist, beziehungsweise in vielen europäischen Ländern auch, ist ganz anders, was die Management-Erfahrung auch anbelangt, die man haben muss, als dass man die haben könnte, wenn man einfach nach der Schule oder nach dem Studium da einsteigt. Und ich muss sagen, als ich zu der Zeit dann öfters auch mal bei DM war, weil da Veranstaltungen waren, und das Unternehmen mir auf der einen Seite zwar vertraut war durch die Gespräche mit meinem Vater auch, oder ich war oft mit ihm in DM-Märkten unterwegs, das hat mich immer mit einem gewissen Respekt berührt, weil ich mir immer gesagt habe, wenn du das machst, dann ist das schon eine enorme Verantwortung. Und ich hätte es mir nicht zugetraut, muss ich sagen. Ich hätte es mir nicht zugetraut. Und deswegen stand das auch gar nie zur Debatte, dass ich bei DM anfange, sondern ich habe dann ganz bewusst meine Ausbildung in einem anderen Handelsunternehmen auch erstmal gemacht und bin dann auf die Markenartikelseite gewechselt. Habe dann auch noch, und das war eigentlich so eine Kombination zwischen auf der einen Seite sich Ziele setzen und die Zukunft zu planen und offen zu sein für die Momente, wo das Schicksal anklopft und einem Möglichkeiten gibt und die dann auch zu ergreifen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig in einem Entwicklungsweg, dass man auf der einen Seite so von den Grundsätzen sich sagt, was möchtest du denn machen, aber nicht anfängt, dogmatisch zu werden und sagt, es gibt nur einen Weg dorthin. Ja? Mich hat als Jugendlicher schon unheimlich angefangen zu interessieren, wie ist das denn mit im Leben etwas zu gestalten? Ne? Mhm. Vor allem auch die Verhältnisse, in denen wir leben, mitgestalten zu können. Und was mir dann deutlich geworden ist, dass wenn man in einem Unternehmen arbeitet, es da unheimliche Möglichkeiten gibt, wirklich Menschenleben zu berühren und die Verhältnisse, in denen wir sind. Und deswegen bin ich dann einfach mal gestartet und habe dann versucht, in den Unternehmen, wo ich war, immer den Unterschied zu machen und mich voll hineinzubegeben. Und hatte dann auch das Glück, dass ich wirklich von meiner allerersten Tätigkeit, als ich dann beruflich tätig war, das war erstmal noch als Praktikant und dann wurde mir eine Dauerfestanstellung bei L'Oréal damals angeboten und dann habe ich mich so nach und nach entwickelt, bis dann in die Geschäftsführung in einem Land, wo ich am Ende tätig war, habe aber gleichzeitig dann erlebt, dass in solchen großen Konzernen
die Möglichkeiten der Gestaltung doch ihre Grenzen haben. Mhm. Und es ist natürlich in einem Familienunternehmen, wo man das Glück auch noch hat, als Gesellschafter die Rahmenbedingungen mitgestalten zu können, natürlich ganz andere Möglichkeiten nochmal gibt, mich einzubringen. Und als dann es eine Vakanz in der Geschäftsführung bei der M-Drogeriemarkt gab und ich gerade an einem Punkt war, wo ich mir die Frage gestellt habe, möchte ich meine kostbare Lebenszeit weiterhin in diesem Konzern einbringen, natürlich auch den Unterschied machen, aber die Zeit wird immer kostbarer, je älter man wird. Ja, es ist verblüffend. Vielleicht weißt du, von was ich spreche. Du bist ein bisschen älter noch als ich. Ne? Ja. Kam ich genau an den Punkt, dass ich mir gesagt habe, ja, also jetzt muss ich mich schon entscheiden. Wie alt warst du damals? Naja, da war ich Ende 30. Mhm. Ende 30. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, diese Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen, bei DM einzusteigen, als Verantwortlicher für Marketing und Beschaffung, also für Einkauf und das Marketing. Schlüsselfunktion bei euch, oder? Also es sind alle wichtig, sonst gibt es sie es nicht, aber das ist eine, die auch sehr wichtig ist. Ja. Ja. Da habe ich natürlich dann erlebt, dass die Möglichkeiten bei DM die Dinge wirklich auch mit einer sehr, sehr großen Kundenorientierung zu machen, nochmal ganz anders waren als in den Organisationen, wo ich davor war. Ja. Und so bin ich dann dahin gekommen. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich damals das Anklopfen des Schicksals gehört. Mhm. Ja. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass das Ganze, ich meine, die Innenwelt ist manchmal oder meistens anders als die Außenwelt, was von außen wahrgenommen wird, also das Ganze relativ harmonisch gegangen ist. Da gab es eine Zeit, wo jemand Fremdes sozusagen verantwortlich war für das Ganze. Ja, und dann, also langjähriger. Langjähriger Vertrauter, Kollege, aber nicht von der Familie, oder? Genau. Und jetzt doch wieder jemand aus der Familie. Ja. Das sage ich auch immer wieder. Erstens mal, das Familienunternehmen nicht heißt, dass unbedingt ein Familienmitglied da an der Spitze sein muss oder in der Mitte der Kugel, sondern Familienunternehmen ist ein Unternehmen, wo eine oder mehrere Familien das Wertsystem, die Strategie und so weiter vorgeben. Aber das kann auf ganz unterschiedliche Weise sein. Ja. Und es ist eben oft auch so, dass wenn jemand anders dann mal eine Weile macht, das ist aber der Weg nicht, das ist keine Einbahnstraße, es kann auch wieder verändert werden. Ja, Florian, ich glaube, das entscheidende Familienunternehmen, hat das bessere Erfolgsaussichten oder nicht, würde ich sagen, kann man per se so nicht sagen. Es kommt immer auf die Menschen an. Aber es gibt aber schon einen Punkt, glaube ich, wo Familienunternehmen bessere Voraussetzungen haben, als sagen wir mal börsennotierte Unternehmen. Oder Unternehmen, die wo Private Equity einfach so drin ist. Ne? Mhm. Muss ja nicht gleich börsennotiert sein. Und das ist die Herausforderung eines Unternehmens, ist, dass eigentlich alle an ihm zerren. Ja? Mhm. Alle zerren an ihm. Und die Frage ist, wer kümmert sich eigentlich um das Wohlergehen, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens? Also wenn man das mal so ein bisschen zuspitzt, kann man sagen, für Kunden wäre es am besten, wenn sie möglichst viel Ware bekommen und möglichst kein Geld dafür bezahlen müssen. Für Lieferanten wäre es am schönsten, wenn sie möglichst wenig Ware liefern müssen und möglichst hohe Rechnungen schreiben können. Für Menschen, die im Unternehmen arbeiten, wäre es natürlich schön, ein gesichertes und möglichst auskömmliches Einkommen zu haben, gleichzeitig allerdings einen möglichst großen Freiheitsgrad zu haben, wann sie gerade was machen. Mhm. Also sozusagen die Verbindlichkeit nicht unbedingt eingehen zu müssen. Und für Gesellschafter ist es natürlich am tollsten, oder für Eigentümer, wenn sie möglichst hohe Dividenden haben, aber nie ein Risiko eingehen müssen. Und da kann man jetzt fragen, ja, und wer kümmert sich eigentlich ums Unternehmen? Und das Schöne bei Familienunternehmen ist eben, dass Familienunternehmen aufgrund des Gesichtspunktes der Generationen eigentlich sich um das Unternehmen, bessere Voraussetzungen haben, sich um Unternehmen zu kümmern, sich mit dem Unternehmen zu verbinden und immer darauf zu achten, dass auch jemand sich um das Unternehmen kümmert, damit eine Ausgewogenheit zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen besteht. Was wir halt oft sehen, wenn Private Equity drin ist, da geht es halt darum, das Unternehmen möglichst schnell wieder zu versilbern, weil der eigentliche Zweck ist nicht das Wohlergehen eines Unternehmens, sondern das Wachsen des Portfolios. Hm. Und dafür werden eben Unternehmen gekauft und verkauft. Und was mit dem Unternehmen geschieht, ist nicht an erster Stelle die Sorge derjenigen, die den Eigentum haben. Und da haben einfach Familienunternehmen gute Voraussetzungen. Dafür ist aber natürlich wichtig, dass die Familienmitglieder das Unternehmen als Verpflichtung sehen und nicht als Anspruch. Ja, das gibt ja immer wieder diesen schönen Satz, sozusagen mehr oder weniger geliehen von der Generation vorher, damit man es noch stärker an die nächste weitergibt. Deswegen auch dieses langfristige Denken. Und was ja oft, wenn ich Quartalsberichte immer machen muss und irgendwelchen jungen Analysten erklären muss, die Schritte, die ich im letzten Quartal gemacht habe, warum die wichtig sind, ist ja auch was sehr anderes. Und natürlich auch Verantwortung für die Menschen, weil ich sie wirklich kenne, wie in einer Familie eben, wo auch Sinn gestiftet wird bei allen Konflikten, die es auch gibt, wie auch in der Familie, aber irgendwie so eine Nähe. Und ich beobachte auch immer, es gibt Menschen, die einfach sich da am wohlsten fühlen, die da wirklich gerne sind. Ja.
Und andere, die wollen lieber in die Corporate-Welt. Und das muss man eben dann auch herausfinden, auch wo man besser ist. Man kann auch wirklich nicht sagen, eins ist das bessere System, sonst würde sich das ja durchsetzen. Ja. Das andere würde auf die Dauer schwächeln und verschwinden. Sondern es sind zwei starke Systeme, die miteinander konkurrieren. Und mein Herz schlägt natürlich für Familienunternehmen. Das muss man nicht weiter sagen. Aber ich kenne auch die Gefährdung. Es hat natürlich auch viele Gefährdungen, weil natürlich eine ungeheure Emotionalität kommt und eine Langfristigkeit, die natürlich auch bedeuten kann, man ist aneinander gebunden, auch wenn man wirklich innerlich so ist zwischendurch und man kann das nicht so schnell auflösen. Ja. Aber das führt auf der anderen Seite wieder auch zur Loyalität und vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht füreinander und ein bisschen moderateren Ton und weniger Ellenbogen, was auch immer. Man kann aber auch ganz anders drauf gucken. Man kann ja auch sagen, warum muss es denn Unternehmen ewig geben? Es ist doch ein Wachsen und Vergehen. Also auch diesen Baum wird es nicht ewig geben. Da wird es halt einen anderen Baum geben. Also der Natur ist es letzten Endes gleich, es regeneriert sich. Also die Frage schon, warum müssen Unternehmen denn ewig bestehen? Ich möchte das gar nicht beantworten. Ich glaube, die Frage ist ja eher, wie stellt man sich in so eine Verantwortung hinein? Und da ist letzten Endes, und da sind wir genau bei dem Punkt, auch Kapital natürlich. Mhm. Kapital ist eine Möglichkeit, Ideen auch zu verwirklichen. Also so ein Unternehmen, ist so eine Arbeitsgemeinschaft, kann unheimlich viel bewegen. Und es ist für jeden, der daran mitwirkt, eine Möglichkeit, diese Welt etwas zu verändern. Mhm. Und es sind die Spuren, die wir letzten Endes in unserem Leben hinterlassen können. Insofern kann man so sagen, ist so eine Möglichkeit ein Riesengeschenk. Aber man muss es eben als einen Möglichkeitsraum sehen. Und damit ein Aufruf, etwas daraus zu machen. Und nicht als einen Anspruch, der jetzt dafür da ist, mir mein Leben zu ermöglichen. Absolut. Mein letztes Buch heißt Vom Glück der Freiheit. Es ist letztlich ein Versuch, alle Ergebnisse der Glücksforschung, die es gibt, damit beschäftige ich mich lange, zu korrelieren mit der Erfahrung, so etwas zu gründen, groß zu machen, zu leiten, mit aller Verantwortung. Was ja schon manchmal schwierig ist und dann manchmal auch schlaflose Nächte. Aber insgesamt dieses sich dabei spüren, die eigene Spur legen, wirklich Risiko eingehen, mal belohnt und mal auch nicht belohnt und so weiter, ist was sehr, sehr Beglückendes, wo man sich sehr, sehr spürt. Und ich meine, es gibt ja immer wieder diesen Satz, die Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ich finde als Symbolik viel schöner, wenn überhaupt das Herz der deutschen Wirtschaft, was sozusagen immer wieder reinpumpt, aber eben Herz ist ja auch eine Symbolik sozusagen, die auch mit Emotionen zusammenhängt. Rückgrat ist ganz schön, das Skelett sozusagen hält aufrecht, aber das Herz finde ich eigentlich fast noch wichtiger. Und ein Stück, wenn man dir zuhört, ist es das schon und ich würde mich schon freuen, wenn wir auch in 50 Jahren, jetzt sage ich nicht nur als Vater von 3 Töchtern, 2 Söhnen, wenn wir weiter bei DM-Märkten einkaufen können, ob jetzt online oder direkt im Laden, wahrscheinlich beides und wahrscheinlich gibt es inzwischen noch drei, vier andere Dinge. Stimmt das eigentlich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass für euch Arbeitsklima wichtiger ist als Gewinn? Also ich würde mal sagen, das sind falsche Alternativen. Sehr gut, das wollte ich jetzt hören. Ja. Genau. Mhm. Ja. Also Gewinn, ich meine, wir können gerne drüber sprechen, also dass Unternehmenskultur wichtig ist, das ist, glaube ich, offensichtlich. Die spannende Frage ist, was ist mit den Überschüssen, mit dem Gewinn? Ne? Mhm. Und ich glaube... Gewinn ist auch schön doppeldeutig. Es soll ja auch ein Gewinn für die Menschheit, für alles sein. Das ist ja Gewinn nicht nur im finanziellen Sinne. Ja, das ist jetzt noch die Frage, was damit geschieht. Ja, genau. Ne? Das ist nochmal eine zusätzliche Ebene. Ja. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, sich klarzumachen, der Zweck eines Unternehmens ist nicht die Gewinnerzielung. Die Gewinnerzielung ist eine notwendige Voraussetzung, um den Unternehmenszweck erfüllen zu können. Sehr gut, ja. Ich bin vollkommen bei dir. Und das wird halt oft nicht differenziert genug gesehen und dann kommen die ganzen Missverständnisse und Fehlentwicklungen auch. Und wenn wir über diese Mehrfachbedeutung von Gewinn sprechen, seid ihr sehr stark auch philanthropisch also so im klassischen Sinne engagiert oder sagt ihr, Dienst am Menschen, wie du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, ist das, wir tun und das tun wir sowieso, das ist Teil unserer täglichen Arbeit, da müssen wir nicht noch großartig Menschen in der Ukraine helfen oder wo auch immer sozusagen Not ist, oder tut ihr beides? Na, ich würde mal sagen, wenn du mal darauf schaust, wie die Arbeitsbekleidung unserer Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten aussieht, ist dir vielleicht aufgefallen, dass hinten drauf steht, wir machen den Unterschied. Ja. Ist mir aufgefallen, Und
wir machen den Unterschied, ist ein Selbstverständnis und ein Anspruch an uns selbst. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, Florian, wie machen wir denn den Unterschied? Wir machen den Unterschied natürlich in der druckistischen Kernleistung, so bemühen wir uns zumindest, durch hoffentlich exzellente Sortimente, die wir anbieten. Mhm. Aber wir können natürlich dadurch, dass wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam Fähigkeiten entwickeln, gemeinsam Freiräume uns erwirtschaften, haben wir auch die Möglichkeit, darüber hinaus den Unterschied zu machen, weil Kunden sind ja nicht nur wandelnde Geldbeutel, ja, oder wandelnde Kaufkraft, kann man sagen, und Konsumenten, ja, mhm. die halt druckistische Waren verbrauchen, mhm. sondern es sind ja Menschen, die viele andere Bedürfnisse haben. Und deswegen können wir auch darüber hinaus den Unterschied machen innerhalb der Möglichkeiten, die wir haben. Also mal ganz konkret, wir können in auch Aktionen machen, wie unsere Aktion Helferherzen, wo wir bürgerschaftliches Engagement versuchen, etwas sichtbarer zu machen, indem wir in unseren DM-Märkten Initiativen, die es in dem Einzugsgebiet eines DM-Marktes gibt, eine Bühne bieten in einem Markt, dass sie sich mal vorstellen können, dass sie da Sachen aufstellen können und dann sehen können, denn die Kunden sehen können, was es da zum Beispiel gibt. Mit der Möglichkeit, dass man sagt, man macht dann eine Spende an diese Organisation. Oder dass wir Kassieraktionen machen, dass beispielsweise ein Bürgermeister bei uns für eine Stunde kassiert, er sich überlegt, welches Projekt gibt es denn, welches eine finanzielle Zuwendung braucht, um aktiv sein zu können. Und wir dann sagen, was in dieser Stunde in die Kasse gekommen ist, bekommt diese Initiative. Das sind also viele Dinge, die wir machen können. Das würde ich auch gerne mal machen. Wo wir machen, ja, können wir, kann ich dich gerne. Machen wir gerne. Kann ich dich gerne. Für Children for a Better World, diese Kinderorganisation, die ich mitgegründet habe mit tollen Leuten, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche zu stärken, selbst aus schwierigen Situationen rauszukommen. Genau. Und für die mal eine Stunde an der Kasse zu stehen, da werde ich auch ordentlich Umsatz machen. Da finden machen. Wir, das ist gut, ja. Das kann ich dir vermitteln. Aber ich glaube, was wichtig ist, wenn wir von Philanthropie sprechen, was, glaube ich, kein richtiger Weg ist, dass wir sagen, auf der einen Seite gibt es die Gewinne, die erwirtschaftet werden und die werden philanthropisch zugewendet. Mhm. Aber wie die Gewinne erwirtschaftet werden, da spielt der philanthropische Gesichtspunkt, also sozusagen das menschliche Menschen, spielt dort keine Rolle. Das ist altes Denken übrigens, das war mal. Ja. Und dann durfte sozusagen die Gattin des Vorstandsvorsitzenden auch irgendwelche Spenden machen, aber wie das erwirtschaftet wurde, war egal. Genau. Und das ist so schön, dass es jetzt so ganzheitlicher sozusagen im Sinne wird. Von Corporate Social Responsibility, ja. Ne? Ja, genau. Dass jetzt auch noch was gespendet wird und damit das gesamte, was davor geschehen ist, einfach verbrämt wird. Wie ein Feigenblatt, ja. Genau. Und da habe ich das Gefühl, die junge Generation, die wirklich viel mehr fragt, was machen wir hier und warum machen wir es, was hat es für Folgen, will, dass der ganze Prozess, dass man hinter dem ganzen Prozess stehen kann und nicht am Ende des Prozesses 0,5% des Umsatzes noch spendet. Also es ist doch so viel wirksamer auch, wenn wir sagen, wir können als Arbeitsgemeinschaft direkt den Unterschied machen, indem wir beispielsweise mit so einer Aktion wie Helferherzen da unterstützen. Mhm. Oder jetzt in der aktuellen Krisensituation mit dem Krieg in der Ukraine, dass wir da Mittel zur Verfügung stellen, dass beispielsweise für Neugeborene Pakete zusammengestellt werden können, die dann dorthin kommen, weil wir die auf der einen Seite die Möglichkeit haben, die Ware zu beschaffen. Das ist ja eine unserer Kernkompetenzen, aber gleichzeitig auch die finanziellen Mittel haben, um das dann auch bezahlen zu können. Und dann wird sowas wirklich wirksam und vor allem ist es eine große Freude für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die diese Möglichkeiten uns ja erst ermöglichen durch ihre tägliche Arbeit, weil es dann eben nicht nur ein paar sind, die das entschieden haben, sondern jeder daran mitgewirkt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir am Ende des Tages immer sagen können, ja, es ist uns gelungen, einen Unterschied zu machen mit dem kleinen Beitrag, den ich leisten konnte. Und das ist nicht nur der Gesamtverantwortliche am Ende, sondern idealerweise sind es die vielen Menschen. Wir machen den Unterschied. Ich kann nicht ein Gespräch beenden, ohne zwei Themen noch anzusprechen. Wie diverse seid ihr? Also nach Alter, nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Religion oder sowas. Die 66.000 und 67 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie profiliert sich das? Und auch sozusagen, ich muss das Bild jetzt, was ich noch habe, von im Zentrum der Kugel. Ja. Ja, jetzt also diverse heißt ja vielfältig, ne? Mhm, und Vielfalt als solches ist, glaube ich, eine Voraussetzung für viele gute Ideen. Bin dabei. Und
ich glaube, wesentlich ist, dass von der Unternehmenskultur es so ist, dass unterschiedliche Gesichtspunkte eingebracht werden können, um gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen. Und dass gleichzeitig die Merkmale, die man hat, und das ist jetzt das, was du konkret angesprochen hast, also die uns sozusagen physisch mitgegeben wurden, mit denen wir geboren wurden, dass das kein Ausschlusskriterium wird. Ja. Und da bemühen wir uns, die Voraussetzungen so zu gestalten, dass das möglich ist. Was wir nicht haben, sind Quoten. Mhm. Ja? Also ich finde, die Diversität als solches, also sagen wir mal, die physischen Merkmale, sollte kein Kriterium per se sein. Mhm. Es kann ein Indikator sein, um zu schauen, ob man vielleicht blinde Flecken hat. Mhm. Ja, wir sind als Arbeitsgemeinschaft insgesamt, haben wir ja wesentlich mehr Damen als Herren im Unternehmen. Das ist relativ offensichtlich, ja. Auch auf allen, nicht auf allen Ebenen. Du sprichst dich Hierarchiestufen an, aber nein, nicht auf allen Verantwortungsebenen. Okay, es ist schon so, dass jetzt in der Geschäftsführung beispielsweise, da sind wir zu 8 und wir haben eine Kollegin. Auf der Ebene der Bereichsverantwortlichen ist es schon ausgeglichener. Das sind schon Herren und Damen eher, ich würde sagen, leicht Übergewicht noch bei den Männern. Mhm. Und dann bei Filialleitung sind es überwiegend Frauen. Mhm. Und dann in den Teams, in den DM-Märkten überwiegend Frauen. Ich wage vorauszusagen, dass wenn wir uns in 10 Jahren uns wiedersehen, dass das ein bisschen anders aussehen wird. Aber werden wir dann sehen. Ich bin auch kein Freund von Quoten. Und ich kenne auch wenig Leute, die wirklich, bei denen dieser Beitrag zur Menschheit, zur Gesellschaft im Vordergrund steht, denen das ein angenehmes Prinzip ist. Absolut, ja. Und die andere Frage, die sich natürlich bei euch wahrscheinlich mit höherer Dringlichkeit stellt, ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit. Ihr verkauft Produkte, die immer nach, keine Ahnung, 10 Tagen oder 3 Wochen alle sind und dann ist da Verpackung und so, etc. etc. Wie wichtig ist das in eurem täglichen Tun verankert, dass ihr nicht Unmassen von Mikroplastik im Pazifik rumschwimmen habt? Ja, also es ist ein Wesentlich natürlich. Ne? Im Unternehmen selbst sprechen wir von Zukunftsfähigkeit. Das heißt, vom Begriff her, ne? Nachhaltigkeit. Finde ich auch schöner als durch Zukunftsfähigkeit, Enkeltauglichkeit ist so ein anderer. Ne? Ja, also Zukunftsfähigkeit ist wahrscheinlich das Beste. Weil es ist ja eine Frage der Gesinnung, die wir haben. Ja. Also, und wenn wir es mal versuchen, auf den Punkt zu bringen, glaube ich, kann man es so ausdrücken, zu sagen, wir müssen Entscheidungen so treffen, dass die Möglichkeiten für die Zukunft größer werden und nicht geringer werden. Und das Problem der ökologischen Nachhaltigkeit ist ja, wenn wir uns nicht ökologisch nachhaltig verhalten, also nicht zukunftsfähig, dann wird durch unsere Konsumentscheidung, die wir heute treffen, mit Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung, werden wir künftig nicht mehr so leben können wie heute, weil gewisse Landstriche nicht mehr bevölkerbar sind, ne? Oder weil gewisse Materialien nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und jetzt ist es Aufgabe für uns zu überlegen, als einer der Akteure in dem Wertschöpfungsstrom, den es gibt, die Dinge so zu machen, dass die Menschen zwar die Möglichkeit haben, weiterhin ihr Leben so zu gestalten, wie sie es für sinnvoll erachten, allerdings, dass wir ihnen die Möglichkeiten geben, es so zu tun, dass es ökologisch möglichst uns nicht einschränkt für die Zukunft. Das heißt, unmittelbar können wir beeinflussen, wie unsere DM-Eigenmarken sind, also Balea, Denk mit, Alverde und was es da alles gibt. Da können wir es unmittelbar gestalten in den Rezepturen, in der Art, wie die Ausstattung des Produktes auch ist. Bei den Markenartikeln, die wir anbieten, also sagen wir mal bei den Shampoos, ne? Also Elvital, Persil und so weiter. Das sind Produkte, die werden von Markenherstellern hergestellt nach ihren eigenen Kriterien. Und bei euren Eigenmarken stellt ihr Ökobilanzen auf, wisst ihr genau, was ihr für einen Abdruck hinterlässt auf der Welt und seht den Fortschritt, den ihr macht durch verschiedenste Verfahren, Materialverbesserungen und so weiter. Also da arbeiten wir intensiv dran. Ja. Es ist nicht so einfach, gerade CO2-Fußabdruck, weil eben die Wertschöpfungsketten ja nicht zementiert sind, sondern sich auch immer wieder verändern, je nachdem, wo die Rohstoffe herkommen. Aber dass wir da mit Bewusstsein draufschauen, dass wir durch lange Partnerschaften mit den Herstellpartnern, die wir haben, schauen, dass wir in die Bilanzierung kommen, dass wir auch beispielsweise mit der Serie Pro Climate ganz bewusst mal eine Serie aufgestellt haben, wo wir sagen können, wir sind umweltneutral, also wo wir nicht nur CO2-Fußabdruck uns anschauen, sondern wo wir uns auch anschauen, wie ist es mit dem Ozon, wie ist es mit der Übersäuerung
der Böden und der Gewässer. Also dass wir da wirklich schauen, dass wir so viel wie möglich an Rohstoffen vermeiden und dass wir versuchen, die Dinge so zu machen, dass es auch im Konsum dann möglichst sparsam, also mit möglichst wenig Verschwendung verwendet wird und dass das, was aber trotzdem als Umweltabdruck übrig bleibt, dass wir das kompensieren, aber nicht indem wir irgendwo Zertifikate kaufen, sondern ganz bewusst Projekte damit finanzieren, die dann auch zu einer Bindung wiederum von CO2 beitragen, indem beispielsweise rekultiviert wird, Industriebrachen im Ruhrgebiet, ne, von Zechen und so weiter. Das ist der Versuch, den wir da gehen, um unseren Beitrag zu leisten. Und dann natürlich das ganze, der ganze Gesichtspunkt von Schließen der Kreisläufe. Also gerade bei Plastik, Riesenproblem bei Plastik ist eben, wenn die Kreisläufe nicht geschlossen sind, weil nicht richtig sortiert wurde oder weil schon in der Art, wie das Plastik hergestellt wurde, nicht auf Reinheit der unterschiedlichen Plastikarten geachtet wurde. Da arbeiten wir intensiv dran und machen wir auch Fortschritte. Aber es ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, setzt aber mit dem Bewusstsein an. Mhm. Würde ich auch wetten, dass in 10 Jahren das noch ein Stück Es ist ja eine grundsätzliche Frage, ne? Wie gehen wir denn um mit dieser Herausforderung, die wir zweifelsohne haben? Und da gibt es eben der eine Gesichtspunkt, das heißt Konsumverzicht. Und auch nicht verkehrt, aber lässt sich natürlich leicht sagen für jemanden, der im Überfluss lebt. Ja. Und wir wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch nicht in Lebensverhältnissen leben heute, die so ist, dass sie wirklich mit einem hohen Freiheitsgrad entscheiden können, was sie tun, sondern eben unter dem Zwang sind, eigentlich zu überleben. Also sie sind im Überlebensmodus und nicht im Lebensmodus. Mhm. Und wenn man im Lebensmodus ist, dann kann man immer sagen, ja, wir können verzichten, verzichten, verzichten. Aber wir dürfen die anderen nicht vergessen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt ja, diesen sogenannten Blue Shift hinzukriegen. Also dass wir versuchen, dass wir, wenn es um Konsum geht, die Dinge so machen, dass wir die Kreisläufe schließen. Weil Abfall gibt's ja streng genommen gar nicht. Es sind ja immer Materialien, die der Natur entnommen wurden und wieder in die Natur zurückgehen. Aber sie wirken natürlich. Sie wirken natürlich. Und da müssen wir dran arbeiten. Okay, jetzt müssen wir hier leider schließen, obwohl ich wirklich Lust hätte, über 7 andere Themen zu sprechen. Ja. Das machen wir dann spätestens in 10 Jahren wieder, lieber Christoph. Also es stellt sich ja immer heraus, wenn man so durch Fußgängerzonen geht und die Leute fragt, was sind so eure Idole in Deutschland? Dann sind das ja sehr häufig Popstars und Schauspieler und Schauspielerinnen und Sportler und Sportlerinnen und das sei denen auch vergönnt. Mhm. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen weiter denkt, weiß, dass Menschen wie du für dieses Land mindestens genauso wichtig sind wie all diese, denen das auch vergönnt sein soll. Und ich würde mich freuen, wenn die Sichtbarkeit von Menschen wie dir noch ein bisschen höher wird, weil ich glaube, das Unternehmerbild, das kann man schon bei Analyse von Schulbüchern anschauen, ist ja doch immer ein eher kritisches. Aber wenn ich dir so zuhören durfte, wie jetzt die letzten Minuten, dann merkt man, da ist jemand, der das so genau durchdenkt und so Schritt für Schritt gemeinsam mit seinem vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen bewegt, dass man nur sagen kann, bitte, das wäre schön. So. Also in der Tat ist es so, in den Krimiserien sind die Bösewichte meistens Unternehmer. Mag er auch sein, aber wenn es immer ist, dann ist es ein bisschen zu viel. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch und wünsche dir und deinem großen, großen Team alles erdenklich Gute weiter. Ja, vielen Dank, Florian. Gut.